Ja, grüß euch, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Gruppenstunde. Es ist ja so wichtig, diese Ruhe, dass wir, wenn uns wir jetzt daher sitzen oder hinlegen, egal wie es jeder möchte, dass man zur Ruhe kommt. Und drum bitte ich euch, atmet ein paar Mal ganz ruhig durch. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und beim Ausatmen, da könnt ihr es gleichzeitig machen, dass alles rausbläst, was nimmer haben wollt. Und das kann dann auch ein ganz energisches Rausblasen sein, weil ihr wisst ja, wenn ihr die göttliche Kraft, diese Heilkraft, von der uns ja Bruno Gröning erzählt hat, die da ist immer und überall, wenn wir die empfangen möchten, dürfen, dass wir ihnen ganz frei sind von allem Unguten. Macht's das vielleicht mit dem Ausatmen? Wir spielen da gleich ein bisschen Musik dazu, damit es leichter fällt, macht sich nur ganz frei, bevor wir mit dieser Stunde weitergehen. Thank you.
Heute kommen wir zum letzten Teil vom Vortrag von Bruno Gröning in Grevelfing am 5. April 1951. Und ich wiederhole wieder nur ganz kurz. Ja, er hat da gesagt, er steht vor uns wie ein Wegweiser. Er hat gesagt, ich will Ihnen den eigentlichen Weg zeigen, von dem Sie ganz abgekommen sind. Und das ist der wahre göttliche Weg. Er hat gesagt, es ist diese große Umkehr. Und er wollte uns da helfen dabei. Er hat sich ja doch auch als Brückenbauer bezeichnet. Er hat die Brücke hergestellt wieder von uns zum lieben Gott. Und er hat wirklich so viel für uns da. Und in dem Vortrag sagt er auch dann, dass wir ja nicht nur einfach in die Kirche gehen sollen und so die Gebete runterrasseln, aber nicht, wenn wir da nicht mit dem Herzen dabei sind, dann hilft es nicht. Und dass wir auch Taten sprechen lassen sollen, dass wir hilfsbereit sind, dass wir unserem Nächsten helfen. Er hat ja doch auch gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder sogar mehr als dich selbst. Es sind diese Vorträge sind so wertvoll und ja, dass man es immer wieder hernimmt und auch wieder liest und dann ja immer wieder hört man was anderes draus oder kann man wieder was anderes draus lernen. Wichtig ist einfach, ja, dass wir achtsam umgehen mit unseren Gedanken, mit unseren Worten und mit dem, was wir tun. Dass wir aufpassen sollen, wenn wir eine Heilung erlangt haben, also die Gesundheit wieder erhalten haben dürfen, dass wir da aufpassen drauf, dass wir uns nicht wieder ableiten lassen und vielleicht einen verkehrten Weg einschlagen, nur weil vielleicht manch anderer sagt, na, das kann ja da nicht helfen, das gibt es ja da überhaupt nicht. Gar nicht hinhören und aufpassen, mit wem man sie umgibt. Und wenn man sie, solche Aussagen kommen, einfach sofort gedanklich Stopp sagen, das nicht annehmen und den guten, den, ja, den göttlichen Weg weitergehen. Und dass man uns auch, wenn man nur Belastungen hat, dass man sich damit nicht beschäftigt, das hat er auch gesagt in dem Vortrag. Nicht über wieder zuerziehen, nicht wieder irgendwen das Ganze, ja, was mit der Belastung zusammenhängt, umeinander erzählen. Nein, da ziehen wir es wieder zu. Weil wenn wir das abgeben haben, dann haben wir es loslassen. Und wenn wir es nur spüren irgendwo, dann ist es eine Regelung. Und Regelung ist Heilung. Ja, und jetzt lese ich wieder den letzten Teil von diesem Vortrag. Und ja, ich sage einfach nur Danke. Danke, horcht euch das an und horcht euch es vielleicht öfter an, was er uns alles zum Sagen hat. Ich hoffe, dass Sie mich verstanden haben. Ich hoffe, dass Sie gewusst haben, wonach Sie gekommen sind. Und ich hoffe, dass Sie diesen Weg eingeschlagen, den ich Ihnen empfohlen habe. Denn es ist der einzige Weg, wie wir Menschen wieder wie früher werden und Heilströme empfangen können. Vergleichen Sie sich mit einer Glühbirne oder mit einem Radiogerät. Wenn Sie sich nicht einstellen, können Sie die Welle des Senders nicht empfangen. Diese Vergleiche können Sie selbst machen und dann wissen, um was es geht. Lassen Sie sich von niemandem stören
und machen Sie für mich kein Propaganda. Wenn Sie die Gesundheit erlangt haben, so danken Sie dem Herrgott dafür. Und gehen Sie nicht in die Kirche, um nur Ihr Gebetchen runterzuleihen. Nein, setzen die Gebete, die Sie über die Lippen haben gehen lassen, in Tat um. Lieben Sie Ihren Nächsten wie sich selbst. Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Zeigen Sie, dass Sie ein Guter, dass Sie ein Besserer, dass Sie ein Mensch sind. Ich bitte Sie, in diesem Raum noch eine kurze Weile zu verbleiben, obwohl ich Sie vorher verlassen werde, und bitte Sie, Ihren Körper zu beobachten. Aber Verlangen von menschlicher Seite komme ich nicht nach. Wo ich am vergangenen Sonntag war, sagte mir eine Frau, Sie haben im Nebenzimmer noch kranke Menschen, die auf Sie warten. Ich sagte, liebe Frau, die sind schon lange behandelt, die kochen schon. Und ich habe den Arzt gebeten, sich zu überzeugen. Und hier ist es so. Herr Dr. Trampler hat mich gebeten, ein paar Worte zu sprechen. Deswegen bin ich hier und habe Ihnen wenige Worte mit auf den Weg gegeben. Und so wünsche ich Ihnen für Ihr weiteres Leben alles Gute. Nicht an materiellen Dingen, nein, ich sage, reich sein heißt gesund sein. Lassen Sie sich nicht verleiten, mich zu prüfen. Nein, prüfen Sie sich bitte selbst. Und zum Schluss will ich nicht verfehlen, auch diesen Menschen zu helfen. Wenn es Ihr Wunsch ist, wenn Sie mit dem herzlichen Wunsch hierher gekommen sind und denken, anstatt ich, der Kranke zu Hause wartet auch auf Heilung. Er kann nur nicht kommen und ich kann auch nicht zu jedem Menschen gehen. Ich habe nicht die Möglichkeiten, zu diesen einzelnen Kranken zu gehen. Aber ich mache es wie üblich. Wenn es Ihr herzlicher Wunsch ist, dass einer oder der andere Ihrer Angehörigen und Bekannten, dass Sie ihm die Gesundheit von ganzem Herzen wünschen, so soll auch dieses geschehen, wenn es Ihr herzlicher Wunsch ist. Ich bitte, den Kranken zu befragen, was sich in dieser Minute in seinem Körper bemerkbar gemacht hat. Ich habe es nicht nötig, Ihnen zu erzählen, was schon in dieser Minute geschehen ist. Es liegt an Ihrem Glauben, dass Sie mit dem göttlichen Glauben leben. Und wenn Sie ihn verloren haben, dass Sie bereit sind, um gut zu machen. Ich selbst kann keine Sünden vergeben. Das müssen Sie selbst möglich machen. Worum ich Sie auch bitte, das baldmöglichst zu tun und Ihre Güte beweisen durch Taten. Ich hoffe, dass Sie mich verstanden haben, denn reich sein heißt gesund sein. Ja, und einen Satz möchte ich nun nur mal wiederholen. Bruno Gröning hat da gesagt in dem Vortrag, ich hoffe, dass Sie diesen Weg eingeschlagen, den ich Ihnen empfohlen habe. Denn es ist der einzige Weg, wie wir Menschen wieder wie früher werden und Heilströme empfangen können. Und Bruno Gröning hat auch noch gesagt, es ist ein Glück für Sie, dass Sie den Weg hier fanden,
ein guter, göttlicher Weg. Ja, und da möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Danke, lieber Bruno Gröning, dass du uns auf diesen guten, auf diesen göttlichen Weg führst und uns auch begleitest. Danke. Alles, alles Liebe. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.